Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, mit einem neuen Hardware-Video. Unboxing haben wir ja vor einer gewissen Zeit schon gemacht. Zum Hardware-Video bin ich jetzt erst, oder komme ich jetzt erst, Hardware-Check machen wir danach noch, von dem MagnaSpare 33. 55 ist auch der gleiche Heft. Und ich habe mir extra eine Waage geholt, weil die Boxen sind echt sauschwer. Und da reicht normale Waage nicht aus, deswegen einfach so eine Waage. Aber wir wollen erstmal durchgehen, was alles mit bei ist. Also wie gesagt, Benutzerhandbuch ist mit bei. Dann haben wir ein Stromkabel. Das ein Stromkabel. Und dann haben wir nochmal einen zweiten Stromkabel, weil die Boxen separat Strom haben. Die kann man auch hinstellen, wo man will. Ist ja per Funk, wird das ja übertragen. Dann haben wir eine Fernbedienung mit Batterien. Die Batterien sind auch hier gleich mit bei. Wenn wir gleich mal nach unten richten, dann machen wir hier mal dann schnell noch die Batterien rein. Ach so. Okay, deswegen ist der Schraubenzieher mit bei. Ja. Dann geht dann die Klappe ab. Müssen wir dann gucken hier, wie rum, wo rum die reinkommen. Finde ich gut. So, genau, hier kommt jetzt so rum und hier kommt das plus nach oben. Die Fernbedienung ist auch wie aus einem Guss. So, dann müssen wir das hier wieder festhalten. So. Wenn man natürlich so Pfoten hat wie Icke, dann ist das natürlich ein bisschen problematisch, aber es geht. Und immer dran denken, nach fest kommt ab. Also überdreht es nicht. So, jetzt geht es nicht weiter. Jetzt höre ich auch auf. Und die ganze Fernbedienung ist aus einem Guss. Also es ist ein Metallstück. Ich sehe hier auch nicht irgendwie, dass es irgendwie zusammengefügt wurde irgendwo. Also das ist wirklich ein Guss und da ist dann das ganze Innenleben irgendwie reingeschoben worden. Keine Ahnung. Hier habe ich jetzt aufgeschraubt. Also Magnet, wir haben auch nicht viele Tasten und alles schön übersichtlich, schöne dünne Fernbedienung und aus Metall. Und ich mag ja diese Gebürstete, seht ihr das? Das finde ich total geil. So, und wie gesagt, dann haben wir denn hier noch einmal ein Stromkabel. Den werden wir auch mal schnell, ihn davon jetzt mal auseinanderfriemeln. Notiert. So, jetzt. Dafür muss ich mal meine Waage hochpacken. So. Dann kann ich euch auch genau sagen, wie lang der ist. Weil mein Tisch ist 80. Einmal. Zweimal. Also zweimal 80 und so ein Stück. Würde ich jetzt sagen. Vielleicht 10 cm. Also 170 cm. Rund gerechnet. Über den Daumen gepeilt. Reicht eigentlich aus, wenn man sich irgendwo hinstellt, dass man den Kabel verstecken kann. Ach, dann fummeln wir die nächsten Oberen noch mit raus. So, und hier wieder genau das gleiche. Ich mache mal auch einen Vergleich nochmal. Machen wir mal wirklich da. Einmal. Zweimal. Ja, und 10. Genau der gleiche. Also sind nicht unterschiedlich lang.
Dann haben wir hier. Achso, das ist das über die Magnetboxen. Wird ein paar, steht jetzt nicht weiter drinnen. Dann haben wir hier noch so ein Kasten, das habe ich ja im Unboxing schon gezeigt, den halt ja schon ausgepackt. Das ist praktisch das Herzstück der ganzen Anlage. Wir können hier, wir haben auch Bluetooth, ja, also das wird dann per Bluetooth, denke ich mal, übertragen, und wir haben Input zweimal optisch USB. Ja, das ist der digitale Input, und der analoge Input ist ein Line-in 2, das ist ein Klinke, und einmal Line-in 1, das ist Cinch. Dann haben wir noch Strom, und dann können wir hier noch F1, F2, F3, ich denke mal, das sind die verschiedenen Funkquellen, das werden wir nachher dann testen, übertragen. Dann packen wir das mal aus. Dann haben wir einmal einen optischen Kabel mit bei. Den brauchen wir nachher auch, um das anzuschließen. So. Oh, hier ist aber viel drin. So, dann haben wir einmal den Stromkabel für die Box. Wenn ich jetzt aufkriegen würde. So. Das muss ich so machen, ist ein bisschen fest. Und dann haben wir Adapterstücke. Ach, scheiße. So, und da brauchen wir dann natürlich den für Deutschland. Wir haben dann noch, ich glaube, der ist für England. Und der müsste Amerika sein mit den Löchern. Müsste Amerika sein. Und der, hoppala. Und der müsste England sein. So, können wir die Bänder da wieder reinmachen. Die brauchen wir jetzt nicht. Das Verbinden ist auch ganz leicht. Wir haben hier unten so ein, seht ihr das? So einen kleinen Hebel. Den müssen wir einfach nur zurück machen. Und hier an dem habt ihr einmal so eine Plastikkante und einmal so ein Loch. Das Loch kommt dahin, wo der Hebel ist, also nach unten. Einfach zurückgezogen, dann schräg eingerastet, so, und dann, nicht. Man sollte jetzt nicht so, jetzt ist es fest, war nicht richtig eingerastet beim ersten Mal, jetzt, also da rutsche ich eher mit der Pfote ab, als das abgeht, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Bin ja schon gespannt, wie sie klingen werden, weil mit einer Soundbar und so ist ja immer, ein Soundbar ist gut und schön. Jetzt machen wir erstmal noch schnell die Länge des Kabels. 80. Na und ja, ich würde sagen schon 20. Also 100 cm. Können wir auch gleich draußen lassen. Dann haben wir noch einen Karton. Und dort ist dann, aha, okay. Dann wird uns gleich noch ein Klinkekabel mitgeliefert. Den brauchen wir jetzt nicht. Der ist jetzt, wenn ihr jetzt euer Handy daran anschließen wollt oder so, brauchen wir jetzt nicht. Dann haben wir noch ein Cinch-Kabel. Wartet, ich hab falsch rum. So rum. Also einmal rot-weiß für die Box und einmal rot-weiß für das Gerät, was ihr anschließen wollt. Ich habe jetzt nichts für Klinke. Cinch kommt also auch nicht ran. Und dann haben wir noch einmal für die Box ein USB. Der kommt da. Und hier nochmal einen Eingang. So, den werden wir draußen lassen, den werden wir vielleicht noch brauchen. Für was der jetzt genau sein soll mit dem normalen USB-Anschluss, ich weiß es nicht. Dann können wir das hier mal zumachen. Und dann beginnen wir mal mit den Boxen an sich. Dafür werde ich jetzt erstmal, bevor wir uns die Boxen jetzt ganz genau angucken werden, na komm, so,
die Waage anmachen. Und muss ich mal ein bisschen rüberschieben. Ob er glaubt oder nicht, die ganze Box wiegt 6,5 Kilo. Eine. Ihr könntet ja nochmal so das abmachen. Das bisschen Plastik passiert nichts. Können wir nochmal als Vergleich. Ich werde mal gucken. Ah, shit. So. Noch die andere Box mal herholen. So. 6,5 Kilo. Das kann ich euch jetzt ganz schlecht zeigen, weil wenn ich die Waage umdrehe, ist die Box davor. Da müsste ich dann jetzt kurz mal die Cam abmachen, damit ihr das sehen könnt. So. Jetzt mache ich die Box mal hoch, setze ab. Jetzt sagt er 7 Kilo, weil ich natürlich drauf abgelehnt bin. So. Jetzt sagt sie 6,4. Aber eigentlich 6,5 Kilo. Warum die jetzt 6,4 sagt, ich habe keine Ahnung. Können wir die wieder wegmachen, die Waage. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Box ganz genau an. Dann nehmen wir am besten gleich die hier. Die gibt es in weiß und in schwarz. Ich habe sie jetzt hier in weiß. Sieht jetzt eigentlich so noch gar nicht irgendwie weltbewegend aus. Ja. Vorne dann halt so wie wir kennen, mit einem Stoffüberzug, eine weiße Box. Hier hinten sieht schon ein bisschen verdächtiger aus, da kommen wir dann nachher zu. So. Was aber hier echt geil ist, finde ich, wir können das hier einfach abnehmen. Das wird auch nur durch Magneten gehalten. Und dann haben wir dann so eine Ansicht. Finde ich, ehrlich, also für mich ehrlich gesagt, finde ich das so schöner. Dann haben wir hier oben Infrarot. Ich denke mal, das wird für die Fernbedienung sein. Vielleicht wird uns da auch was angezeigt, was ich nicht glaube. Dann haben wir hier oben den Tieftöner. Normal und... Ach Gott. Soweit ich weiß, ist er doch ein Drei-Wege-System. Und hier hinten ist der Lufteinschub für den Zapphuber, der ja auch hier mit drin ist. Und der braucht ja ordentlich Luft. Dann haben wir hier unten, könnt mal gucken, dass ich das euch irgendwie vernünftig drauf, genau, so kriege ich das vernünftig drauf. So, dann haben wir einmal hier den Stromanschluss. Da kommen wir dann, nehme ich mir jetzt einfach mal ein Stromkabel. So, der kommt dann hier einfach so rein. Dann haben wir Power an, Power off. Dann haben wir, warte, muss ich rüber, dass ich das sehe. Lift Mono Ride. Und da können wir dann halt auswählen, was die Box jetzt sein soll. Also ob sie jetzt links, rechts oder Mono ist. Wir lassen die jetzt mal auf rechts. Dann haben wir den Bass, den wir hier einstellen können. Von minus 2 zu 0 zu 2. Also plus 2 dB. Wir lassen mal auf 0. Dann haben wir... Oh, das kann ich von hier aus echt schlecht sehen, wenn ich mit dem Kopf so rumgehe, so Tribal dB. Da haben wir auch minus 2, 0 und plus 2. Mehr geht dann auch nicht. Und dann haben wir hier nochmal die Zone A, B, C. Wir lassen mal auf A. Mehr ist da eigentlich auch nicht, was man großartig beachten muss. Ihr müsst halt nur wissen, welche Box welche ist. Wenn nicht, stellt er die einfach hin. Und dann sagt er, ach gut, die steht jetzt links, dann stellen wir das auf links, die andere steht rechts, stellen wir auf rechts. Und dann ist das auch schon erledigt. Von der Verarbeitung her kann ich sagen, außer dass es sau schwer ist, finde ich die Verarbeitung echt klasse. Schönes Holz, Metall, auch hier vorne halt. Das ist nicht nur Plaste, was aussieht wie Metall. Das ist richtig Metall. Auch hier mehrere Schrauben halten die Box, dass auch wirklich nichts klappert, surrt oder irgendwas dergleichen. Das werden wir uns aber auch gleich noch angucken. Ich habe auch schon einen USB-Stick fertig gemacht mit Musik. Ja, das kommt dann im Hardware-Check, würde ich sagen, wenn wir sie das erste Mal anschließen. Das ist ja jetzt nur Hardware, wo wir uns die Hardware ganz genau angucken.
Und ich muss so sagen, vom Aufbau her, vom ersten Eindruck, von der Qualität, bin ich echt begeistert. Ist ein schönes Material. Man hört vielleicht, dass es Holz ist. Es ist super gut verarbeitet. So eine Kniffe, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Manch einer sagt, ist Nonsens oder so, aber ich finde es einfach schön, mit Magneten hier festgehalten. Ja, und zack. Ja, also man kann es auch nicht, kann man es verkehrt rum machen? Ja, verkehrt rum könnte man es auch machen. Ja, aber so, finde ich halt einen Clou. Dann hat man hier, wenn man dann hier reinguckt, seht ihr ja hier so einen kleinen Abstand, dass auch noch genug Luft drankommt und durch die Vibration, dass hier nichts vorne irgendwo wackeln, klappern, sonst irgendwas kann. Da werden wir uns dann gleich auch noch genauer von überzeugen. Wie gesagt, wir müssen das jetzt noch komplett aufbauen. Das ist jetzt, wie gesagt, nur erstmal das Hardware-Video, wo wir uns die Hardware angucken und was dabei ist. Und gut, die hat auch einen stolzen Preis. Aber es ist ordentlich Zeug drin. Also die Anleitung müssen wir uns noch angucken. Ordentlich Zeug mit bei, super verarbeitet. Und bei mir ist es halt immer so, eine Soundbar, ja, gut, schön. Meine Soundbar, ich habe ja die Yamaha Soundbar dran. Macht einen echt geilen Sound so, wenn ich einen Film gucke. Oder ich kann das dann halt auf Küche, Badezimmer, Link werde ich euch mal zu dem Video wahrscheinlich oben in die Infobox machen. Kann ich das überall weiterleiten. Oder von Radio, was in der Küche steht, kann ich das Radio auch hier einstellen. Über die App. Funktioniert alles wunderbar. Aber wenn ich selber irgendwie Mucke höre, meine Mucke höre, die sehr basslastig ist. Ja, und meine Frau sagt immer, ihr brüllt dazu. Die versteht dann immer nichts. Ich sag, man, sie hört doch alles. Meine Frau nicht. Dann ist es halt besser, finde ich. Also da kommt über die Soundbar, kommt auch rüber, aber mit vernünftigem Boxensystem, die ein bisschen mehr und einen Subwoofer mit eingebaut haben, kommt es natürlich dementsprechend besser rüber. Da will ich mich dann gleich davon überzeugen. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal sehr, 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 sehr gespannt. So, die werden dann aber, ich habe okay, kaum Platz dafür momentan. Durch die Soundbar und den Fernseher und alles. Deswegen werde ich die dann erstmal da oben hinstellen. Und wenn meine Frau denn ihre Wohnung hat, kommen die dann in die Wohnung von meiner Frau, dass wir da vernünftig Musik hören können. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier noch das Heft an. Also wir haben Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, ich weiß nicht, E wird Spanisch sein und Russisch. Deutsch ist gleich das erste auf Seite 4. 1,5 Meter USB-Kabel. Ah, hier steht so, ja, der USB-Kabel ist 1,5 Meter. Der optische ist 1,5 Meter. So. Also so an sich ist es super erklärt. Bloß ein bisschen kleine Schrift für mich. LED, okay. Also sind wohl LEDs irgendwo mit eingebaut. Das sehe ich hier. Da werden wir uns gleich im Hardware-Video von überzeugen. Dann würde ich jetzt hier für Hardware-Check, würde ich für das Hardware-Video erstmal Schluss machen. Mein Fazit jetzt im ersten Augenblick, super verarbeitet, Qualität, ordentlich Umfang mit bei. Jetzt mal gucken, wie es sich schlägt im Hardware-Check, wenn wir das erstmal anschließen werden und vor allen Dingen, wenn wir das erste Mal in Betrieb nehmen. Ich habe auch schon CD und Musik vorbereitet. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.